Wen wird der Cooper heute favorisieren? Ja, das ist gespannt, ob ich... Ist es wieder Yoshi? Wie eh und je? Peach. Nein, diesmal ist es Peach. Oh. Naja, es hat mir immer Unglück gebracht. Vielleicht bringt es mir jetzt mal Glück. Das kann natürlich sein, ja. Das wäre natürlich sehr schön. Aber das finde ich mutig, dass er das sagt, obwohl ich und du 3 Sterne haben. Ja. Eigentlich muss er ja damit rechnen, dass irgendjemand auf Chance Time oder so landet. Ach, was weiß ich. Wo komme ich hin, wenn ich da jetzt bleibe? Ja. Bleibe ich halt da, ne? Oder? Ach, Boys, ich weiß nicht, du. Ach, komm, Geld scheiß hast drauf. Du ja eh genug. Ich muss rüber auf die andere Insel, Mann. Ich hoffe, dass niemand Scheiße bei Chance Time macht oder so. Ja, vielleicht rechnet er damit, weil da oben sind 2 Charaktere. Es kann alles passieren. Jeder einzelne Dreck. Kann ich noch irgendwo so einen Block kommen? Ich bin froh, wenn die da oben verschwinden. Ach so, ist ja. Was hat sie denn eigentlich, so ein Pilz? Ja. Ach nee, komm, das hängt mir bis zum Hals raus. Ehrlich, oder? Nö, ich find's ganz nett. Ja, wie viel oft ist denn das schon vorgekommen? Auch im letzten Brett. Findest du es nur nett, weil du da wieder gewinnst? Ja, schon. Siehst du? Bist berechtigt. Boah, ich bin diesmal so schlecht. Ja, vor allem, ich find's halt so geil, weil du da sogar 15 Münzen gewinnen kannst. Ja, das ist mir schon klar. Wow, was geht mit Wario ab? Ich hab aufgeholt. Ja, weil er ist irgendwie... Scheiße! Oh, jetzt bist du hängen geblieben. Ich glaube, das wird nix. Nein. Nee, ich hab's verkackt. Der ist klar, Peach ist sogar ist vorne. Ich glaube sogar, ist Peach gewinnt. Ultra schlecht und verdient verloren. Sogar. Kann ich echt nichts dazu sagen. Das war Müll. Naja, 5 Münzen sind besser als 0. Richtig. Komm, würfel eine 1. Och Mann, Junge, kannst du nicht endlich chillen? Oder vielleicht lande ich auf ein anderes? Sieht nicht so aus. Nein, natürlich nicht. Oh, nee, der kommt zum Glück nicht da drauf. Komm, vorspulen. Die sollen von da verschwinden. Aber ich hoffe, der nimmt nicht die Raubtruhe. Er nimmt die Geisterglocke oder die Raubtruhe. Bin ich mir sehr sicher. Oh, oder... Ja, die Computer sind irgendwie so geil auf diesen Handschuh. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es nicht... Na, wobei, wenn er gegen mich kämpft, dann geht es um richtig viel Asche. Also ich kann es dann doch ein bisschen verstehen. Scheiße. Und oh, was kommt denn da so als Minispiel vor? Ich weiß es jetzt... Ah, da muss man, glaube ich, A und B drücken, so einen Pilz beschwören. Ah, ja, stimmt. Richtige Knöpfe drücken. Also bitte, das muss ich schaffen. Oh, Peach kommt auch her zu uns. Ja, zum Glück ist sie nicht ein Feld weiter gelandet. Sonst würde es hier brennen. Ja, das war richtig böse. Was haben wir jetzt? Rennbahn. Die Rennbahn. Oh, die kommt eigentlich auch oft vor, aber wir hatten sie, glaube ich, noch nie. Das ist das ein Rennfahren. Ja. Aber die verdammten Karts, die überhitzen sehr schnell. Ja, und ja. Langsam. Vor kurzem habe ich rausgefunden, man kann da sogar sterben. Echt? Ja, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich bin gestorben einmal in dem Rennen. Na toll, gleich mal ein Fehlstart. Ja, ich auch. Man kann auch die Spuren wechseln. Das ist, glaube ich, in der einen oder anderen Situation ganz klug. Die wechseln automatisch. Nein. Doch. Schau mal, wie ich abgehe. Scheiße. Ich hab bloß nichts gesagt. Man muss halt immer im richtigen Moment langsamer fahren, damit das Drecksding nicht überhitzt. Das ist die Kunst, da die Balance zu finden oder das Glück zu haben halt. Ach man, ist auch schlecht. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Warum hat denn die jetzt gewonnen? Neue Rekordzucker. Oh. Oh Mann, ich war doch die ganze Zeit Erste, ey. Ich weiß, dass man an der ganz Außenspur so schnell fahren kann, wie man will. Da überhitzt man nicht. Aber wenn man echt? Die Spur von der Außenspur wechselt, ja, es ist tatsächlich so. Ach so. Dann muss man halt immer eins. Jetzt lande ich natürlich direkt zwischen den Scheißfeldern, ne? Ja, immerhin hast du Münzen bekommen. Ja, das ist aber auch das Mindeste. Na toll, aber jetzt wird's um die ganze Kohle gehen. Fuck. Sicher, dass er dich nimmt? Ja. Natürlich nimmt er mich. Ja, aber da kannst du eigentlich nur gewinnen. Du bist ja schnell in Knöpfe drücken. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen in Panik.
Ja, wahrscheinlich über 50. Ja, ja, klar, klar. Warte, geht ja ab. Drück abwechselnd den A- und B-Knopf, um das Relikt mittels Psychokinese aufzuladen. Ja, der Spieler, der sein Relikt in 5 Sekunden am stärksten auflädt, gewinnt das Duell. Als wenn du da nicht gewinnst. Ja, aber geht es um Schnelligkeit oder wird das angezeigt? Ich habe das so in Erinnerung, dass das angezeigt wird. Ich glaube, es wird angezeigt. Doch, es wird angezeigt und man muss die richtigen Knöpfe drücken. Nein, doch nicht. Scheiße. Na toll, dann hatte ich andere Spiele im Kopf. Und zwar das aus dem Horrorland. Jetzt habe ich es versaut. Ja, da musste man so Pilze machen. Oh, das ist bitter. Das ist einfach scheiße. Wie viel Münzen hat der? Ach du Scheiße. Aber das gilt nicht für Minispiele, oder? Das hat mich eigentlich schon immer interessiert, ob das auch für Minispiele gilt. Hello. Ist mir scheißegal. Ey, du führst immer noch, also chill dein Leben. Ach, hier passiert ja auch gar nichts mehr. Peach, was hat die jetzt vor? Das bringt's voll hier im Eck. Ich hatte das Scheißspiel aus dem Horrorland im Kopf. Ja, passiert halt mal. Hallo, das war das ganze Geld. Wie viele Runden sind eigentlich noch? So viele. Wie dumm ist sie eigentlich? Warum zum Teufel setzt sie ihren Goldpilz an? Ja gut, außer sie will zum Buhu. Nee, dann ist sie dumm. Ich würde mir... Ach, scheiße. Weil wenn hätte ich das gewonnen, hätte ich ja auch den Münzstern. Aber den hat jetzt der Wario ganz, 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 ganz sicher. Ja, aber was willst du? Es hat keiner so viele Sterne wie du. Doch, du? Ja, aber du bekommst den Minispielstern. Wow. Und den Fragezeichen. Das ist nicht sicher. Mann, ich hab dir doch dann auch nichts mehr getan. Du hast mich auch geschlagen. Ach, toll. Das wird eh Draw. Na ja, hoffentlich. Mann, macht nicht so eine Scheiße. Stellt euch in die Mitte und macht gar nichts mehr. Ach, du Idiot, du Dämlicher. Scheiße, sie hat auch schon voll oft gewonnen. Hm. Mir wäre es ganz recht, wenn jemand jetzt auf ein Wettkampfding fällt. Also Blitz. Oh Gott, bitte, sende mir einen Stern. Ja! Das gibt's doch nicht, ey. Ach komm, du hast so viel Luck wieder mal. Echt. Ja, jetzt fühlst du dich wieder voll cool. Ist wieso? Ja ich darf mich nicht freuen, oder was? Ja. Du hast auch einen bekommen. Ja, toll, aber du fühlst dich immer so cool. BTF! Und heulst immer rum. So, ich du genau verlieren. So. Ich hab nie gesagt, dass ich verlieren könnte. Oh, scheiße. Ich bin mir zu 80% sicher, dass ich es gewinne. Aber es ärgert mich halt so übelst krass, dass ich die Kohle verspielt habe. Oh, wenn er jetzt die bekommt, die Glocke und die einen Cloud-Stern. Das wird er auch machen. Das wird er auch machen. Oder er nimmt sich die Zauberlampe. Wie viel Geld hast du? Ich hab nicht viel Geld. Ich sag lieber gar nichts. Es ist besser, wenn ich den Rand halte. Da kannst du nicht. Ja, es bringt, ja, es bringt doch gar nichts. Ich glaube nicht, dass das so 60 Sterne, 60 Münzen klaut. Zudem ist es ja nicht mal sicher, ob dass er den für einen Stern benutzt. Willst du mich verarschen? Dass er den Stern von mir klaut, ist zu 100% sicher. Ja komm, du kannst dich auch in ihn täuschen. Dieser verdammte Drecksack. Ich reiß dem seinen fetten Arsch auf. Ey, jetzt beruhig dich mal, Junge. Chill. Jetzt versaut er mir hier alles. Weil ich meine, er klaut sich einen, dann kriegt er den Münzstern und dann redet er wieder mit. Mann, ey, wie du abgehst. Es ist Mario Party 2, natürlich gehe ich ab. Was denkst du denn? Scheiße, jetzt habe ich mich in den Steuerung vertan.
Wieso versuche ich mit dem Steuerkreuz zu laufen? Bin ich bescheuert? Ja, das ist sicher. Oh, jetzt habe ich noch das Falsche aufgedeckt. Ja, das ist. Immerhin, der scheiß Minispielstern ist mir nicht zu nehmen. Damit kann ich planen, aber der Rest. Fragezeichen bin ich auch noch vorne, glaube ich, aber nur leicht. Ja, aber dieser Asi, der wird mir jetzt irgendwas. Was soll ich machen? Soll ich. Bowser, bitte. Letzte Runde auch noch? Ernsthaft? Ja. Ey, letzte Runde! Ja. Das ist ja eben. Boah, komm, ich lande auf Bowser und nein. Und er nimmt allen das Geld weg. Das ja, aber immerhin ist es gut, weil dann hast du den Fragezeichenstern. Den Fragezeichenstern habe ich auch sicher jetzt. Behaupte ich jetzt mal. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ja, ich bin auch so gespannt. Ich kann es mir nicht vorstellen, was jetzt passiert. Es ist so unvorhersehbar. Ja, hätte ja sein können. Aber es ist ja auch vollkommen meine Schuld, weil hätte ich das scheiß Duell gewonnen, dann hätte er das gar nicht machen können. Aber der hätte ruhig noch stehen können, drückt schnell A und B. Und dann wäre es eindeutig gewesen. Ja eben, das stand nur, man soll nur drücken, wenn es angezeigt wird. Ja, und abwechselnd. Ja, cool. Das heißt nicht, dass ich schnell machen muss. Scheiße. Hätte ich nur ein bisschen in den Minispielen gewonnen. I'm social. Ja, aber der rät so gut ab, wie du siehst. Ja, das hilft mir jetzt aber schon, weil... Nee, eigentlich ist es egal. 18, ey, komm. Ist voll. So ist doch in Ordnung. Ich meine, ich habe 6 gekriegt. 6. Hallo. Komm, noch so ein Block oder so. Übrigens sollte Gleichstand sein bei den Fragezeichenfeldern. Oder bei allen anderen Bonussternen. Dann kriegen alle einen Stern. Ja, du hast eigentlich gewonnen. Ziemlich sicher. Ja, bin ich mir auch sehr sicher. Ich meine, ich heule ja die ganze Zeit nur rum, weil ich es perfektionieren will. Ja. Aber ich hab's halt verschissen. Oh, noch verschissen, mal du gewinnst zwar nur, aber du hast es verschissen. Ja, aber das war das Battle nicht scheiße. Oh mein Gott. 50 Münzen habe ich dem gegeben. Ich sag lieber dazu gar nichts. 50 Münzen. Ja, mein Gott. Darf man nicht Perfektionist sein? Ja, was willst du von mir, Mann? Sag mal, bist du blöd? Dankeschön! Boah, meine Fresse! Wie ich jetzt wieder am Schielen bin und er checkt nicht, dass ich auf ihn steuere. Das war so unfair, ich hab's voll auf ihn abgesehen, du attackierst mich aus dem Hinterhalt, anstatt dass du auf Wario schießt. Nur weil du geil drauf bist zu gewinnen. Wieso denn? Das entscheidet doch gar nichts. Ja, hier komm, das wär's jetzt, wenn's echt was entscheiden würde. Was? Außerdem hast du so mehr Münzen. Ja und? Es müsste schon einen Gleichstand zwischen uns beiden geben. Damit das ins Spiel kommt. Na, aber du warst auch wieder sehr gut in dem Brett. Nicht so, nicht so scheiße wie bei den ersten beiden. Mario bekommt den Münz. Das ist so ein Assi, ey. Mann, den gönn ich ihm mal so gar nicht. Eher gönn ich's dir als ihm, ey. Ja, das war klar, dass du gewinnst. Aber das werde ich jetzt mein Leben lang nicht vergessen, dass man da schnell A und B drücken muss. Und das andere Scheißspiel, was ich im Kopf hatte, das kommt erst im nächsten Brett. Dammit. Aber du hast auch gesagt mit Pilzen, du hast auch das andere gedacht. Ja, irgendwie. Ich wusste schon, dass dieser große Steinpilz dagegen mit dem anderen. Aber wie das. Ja, du musst lesen, du musst lesen. Oh, die Bowser Sphinx. Ich will die Statue klauen. Sieht voll scheiße aus. Was ist das Schattenrätsel? Was stehle ich da? Oh, ich muss raten. Eine Stinkekuh. Nein, falls du spaßt, ich bin der Herrscher der Welt, ja? Dafür wirst du büßen, wirst du im Stein fahren, hä? Wer ist denn da? Ey, tu ihm nix, du bist rausgekommen. Sonst lernst du mich kennen, oh, Alter. Oh, Donkey Kong. Oh, schnell weg. Kann er hüpfen? Er ist doch versteinert. Oh, ein Schattenrätsel, was ist das? Ein Honk. Ein Heslon. Was sagst du da? Nein, du hast recht. Mein altes Geheimnis. ETF? Das ist ja die lameste Sequenz nur bis jetzt. Nur sag deine heldenhaften Wahrheit, dass du ihn als Heslon enttarnt hast, haben wir gewonnen. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt bin ich endlich befreit und darf mein Leben als Bombe weiterhin genießen. Ciao. Also ich konnte mich jetzt irgendwie an alle Sequenzen erinnern, nur nicht an die. Und die ist ja mal mega scheiße.
Oh, vielen Dank, dass du ihn enttarnt hast. Ja, er ist wirklich hässlich. Das hast du super gemacht. Das Ende des Hässlons. Und du bist schon wieder der Superstar. Ja, schon wieder. Aber im Horrorland will ich auch gewinnen, weil nein, ich liebe das Horrorland. Ich mag es auch. Nach Westernland ja, mein ja, zweites. Nach Westernland ist es auch mein Lieblings. Ja, ist, ey, wir haben alles und gleich, dann kommt das gleiche Land. Ja, und dann kommt Mystery. Ganz scheiße Spaceland. Und dann gibt es noch eins, was wir noch freischalten. Das ist leider oberscheiße. Ja, aber ich ja. finde es nicht so oberscheiße. So, Minispielmünzen wolltest du ja wissen. Ja, da war ich katastrophal. Peach war nah dran, aber ja. Ansonsten würde ich sagen, läuft bei mir. 10 Mal, okay? Ja, wow, eindeutig. Cool. Das war eindeutig. Und zum Glück kam wieder kein Chance Time vor. Ach komm, ich finde jede Party geil, ich in der das cool. nicht vorkommt. Nee, wieso? Ich finde es voll cool, weil das kann nochmal alles nicht. Anders bringen. Vor allem, wenn man so. Es gibt ja so ein Ding, wo man seine Sterne gegenseitig tauscht. Ja, ja. Das ja. ist ja mal so bitter, wenn du so 5 Sterne hast und der andere 0. Ja, es gibt auch alle Sterne abgeben an irgendjemanden. Echt? Alle Sterne auch? Ja, also wenn es hier noch nicht der okay. Fall ist, dann kommt das noch in späteren Mario Partys. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist mega dreckig. Horrorland kommt demnächst.